Einer der wohl beliebtesten Knoten zum Verbinden von Fluorocarbon und geflochtener Hauptschnur ist der Albright-Knoten. Und diesen gucken wir uns heute in dieser Folge auf Anglerbord TV an. Der Albright-Knoten ist ein schlanker Verbindungsknoten zwischen eurem Vorfach und der Hauptschnur. Um die beiden Schnurenden zu verbinden, beginnen wir mit einer Schlaufe in unserer Vorfachschnur. Die fixieren wir mit Daumen und Zeigefinger, nehmen unsere geflochtene Schnur, fixieren die ebenfalls mit Daumen und Zeigefinger und anschließend fangen wir mit der Wicklung an. Eins, zwei, drei, vier, acht Wicklungen. In der Regel sind 8 bis 14 oder 16 Wicklungen ausreichend, je nachdem, wie dick eure Schnur ist. Nun gehen wir wieder mit dem überstehenden Ende in der gleichen Richtung, wie eure Schnur durch die Schlaufe geht, in diesem Fall von hier nach hier, mit dem Schnurende zurück. Nun fixieren wir beide Schnurenden und ziehen den Knoten fest. Auf diese Weise erhaltet ihr hier eine schlanke Verbindung zwischen eurer geflochtenen Hauptschnur und dem Vorfach aus Fluorocarbon oder monofiler Schnur. Die überstehenden Enden könnt ihr jetzt abschneiden, sodass diese nicht stören. Wir wünschen viel Spaß beim Nachbinden. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da und abonniert Anglerbord TV, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst.